Hallo miteinander, das ist der Alpinkanal und heute gibt es wieder mal eine schöne Zweitageswanderung, zwar auf dem Gotterpass oben. Ich bin jetzt hier schon ein bisschen losgelaufen. Ich bin von da hinten, vom Hospital. Ich bin mit dem Zug angereist. Hier oben wartet ein Kollege auf mich, der schon ein paar Tage ein bisschen am Zelteln war. Irgendwie sieht es hier komplett anders aus, als wenn man mit dem Auto durchfährt. Es ist allgemein immer ein bisschen anders oder viel anders eigentlich, wenn man zu Fuß unterwegs ist, als wenn man einfach durchblockt. Ich bin ja wirklich schon 100 Mal auf dem Gotthard oben gewesen, mit dem Velo oder mit dem Auto. Und es sieht einfach nicht gleich aus, wie wenn man zu Fuß durchläuft. Also ich kann mir die Landschaften viel besser einprägen und mich daran erinnern, wenn ich zu Fuß unterwegs bin. Vielleicht ist es nur bei mir so, weiß es nicht. Ich habe eine neue Kamera und die wird jetzt heute gerade getestet, weil wir haben recht viel Wind. Der wird uns den ganzen Tag begleiten. Das Wetter ist zwar sehr schön, aber es windet auch sehr stark. Und ich habe eigentlich die Kamera gewechselt, weil mich die Windgeräusche auf den Nerven haben von der DJI, die ich vorher hatte. Und ja, man versteht einfach nichts, wenn man redet. Und jetzt hoffe ich, dass das mit dieser Kamera besser ist. Das ist GoPro 10. Ihr könnt es dem Video beurteilen. Das ist übrigens schon die zweite GoPro 10 innerhalb eines Monats, die ich muss kaufen, weil ich die andere zerstört habe bei meinem Mega-Klettersturz, der zum Glück glimpflich ausgefallen ist. 500 Stutz am Arsch, aber wenn es nur das ist, lieber eine Kamera verlieren, eine neue. Übrigens auch der Helm, der war auch touch neu gewesen. Alles komplett zerstört, x 100 oder sogar 1000 Franken verloren, Seil, Gestellte, alles durchgeschnitten von der Rega und von der Notfallstation. Aber Hauptsache ich bin gesund. Ich habe einfach im Handgelenk einen kleinen Bruch, aber der ist nicht schlimm, der kommt schon wieder. Und ein paar Prellungen auf der Brust und am Rücken. Die tun noch sehr weh. Ich hatte vorher noch nie so Prellungen gehabt. Ich habe nicht gewusst, wie weh es das tut. Und vor allem, wie lange das bleibt. Das war mir also nicht bekannt gewesen. Schlafen werde ich etwas sowieso nicht gross können, weil es recht windet, auch in der Nacht. Und ich nur mit dem Biwaksack unterwegs bin. Und eben die Schmerzen auf der Brust, die merke ich schon noch recht stark. Aber fertig gejammert, jetzt werden wir uns da ein bisschen am Gotthardpass widmen. Wirklich sehr schön hier. Und bis später. Thank you.
Wenn man denkt, was hier schon alles auf dieser Straße transportiert worden ist, ist unvorstellbar. Also ich meine jetzt früher mit Esel und Wagen und ja, die Säumer, Postkutsche fährt ja heute noch. Aus nostalgischen Gründen kann man immer noch buchen. Finde ich eigentlich eine gute Sache, möchte ich schon lange eins machen. Und meine Mutter hat mir immer erzählt, mein Urgroßvater oder so hat hier als Säumer geschafft. Das stimmt, weiss ich nicht, aber die Gedanken finde ich doch sehr reizvoll. So, jetzt bin ich dann da oben. Dort vorne ist der Camper von meinem Kollegen. Ich weiss aber nicht, ob er dort geschlafen hat. Er hat irgendetwas vom Staudamm geredet. Vielleicht ist er auch im Zelt oben. Irgendwo beim Staudamm oben. Das sehen wir jetzt gerade. Ich freue mich auf jeden Fall auf einen Kaffee. So, wo ist der Kaffee da? Kaffee Creme im Glas. Salut. Hi. It's gonna be Jetzt kommen wir hier zum ersten See hinten. Ist glaube ich noch ein recht grosser. Ich bin ja noch ein absoluter Bergseeliebhaber. Ich war ja schon für einmal hier hinten. Vor x Jahren. Ich habe eine recht schöne Erinnerung. Bellissima! Hochgelaufen, Blockgelände, und jetzt bin ich hier auf dem Grat oben. Ich hoffe, ein lockeres Gelände führen. Davor ist der Gotterpass. Und dort unten, blau-rote Punkte, dort übernachten wir. Hoffentlich entdeckt das ein Virus nicht, sonst baut er noch ein Hotel an. Der Galenstock, das Finstrarhorn, das grosse Leckihorn, dann der Weiterwasserstock. Sehen wir es überhaupt? Weiterwasserstock. Hinten dran sehen wir noch den Pizza Rotondo, dann der Lucendro. Den kenne
Tessiner sind wir nicht so geläufig. Ist echt das nicht das Rheinwaldhorn dort hinten? Pizzo Centrale. Das ist der Max. Es ist richtig schön und extrem ruhig. Bis bald wieder. Tschüss zusammen.